Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4, immer noch im PTR, im Public Test Server. Und es gab schon Updates zur Höllenhorde, die werden wir uns heute zusammen angucken, weil da wurden einige Sachen geändert. Erstmal gibt es jetzt auch wirklich den Kompass hier zu finden, bedeutet grausige Gaben geben immer einen Kompass, Höllenflut, Truhen geben immer einen Kompass und Nightmare Dungeon gibt auch immer einen Kompass. Bedeutet, da sollte es auf jeden Fall nicht mehr so sein wie bei meinem letzten Video, dass ich einfach eine Stunde lang irgendwelche Sachen mache und keinen Kompass finde. Also die kriegt man jetzt wirklich immer. Man kann sie immer noch nicht craften, das finde ich immer noch doof, aber man kriegt sie jetzt auf jeden Fall viel, viel öfter. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass man zum Beispiel, ihr kennt das selber, in einer Höllenflut 10, 15 Kisten aufmacht oder vielleicht mal 2, 3 Stunden in der Höllenflut ist. Ihr erinnert euch zurück an die 5 Stunden, 15 Minuten, den Test, wo ich die Wolfsjahre voll gemacht habe. Da macht man schon einige Kisten. Und wenn ich mir dann vorstelle, hier das ganze Inventar ist voll mit diesen Kompassen. Ich habe so leicht die Befürchtung, dass eventuell demnächst wieder ein Problem sein wird mit der Truhe, weil diese Kompasse will man ja dann auch nicht löschen oder verkaufen oder zerstören. Man kriegt ja dafür nichts. Also ich kann mir schon vorstellen, entweder man kann die stacken oder dass da noch irgendwas kommt. Ich hoffe, dass Blizzard da noch was macht. Ich werde jetzt jedenfalls hier diese grausige Gabe einmal aufmachen. Und dann seht ihr, dass dort auch ein Kompass hoffentlich rauskommt. Und ja, die Höllenhorden Kompass. Sehr gut. Den werden wir jetzt einmal zünden. Ich werde euch verschonen mit den 7,5 Minuten oder so, sogar noch länger, weil da steht was von Wellenlimit 10. Also ich werde jetzt hier einmal reingehen, dann gucken wir eben, wie viele Wellen das sind. Aber dann springe ich natürlich zum Ende hin und dann schauen wir uns die Belohnung an. Weil da gibt es auch eine Neuigkeit, eine neue Sache, die ich euch auf jeden Fall einmal zeigen möchte. Schauen wir mal, sind das jetzt 5 Wellen, sind das 10 Wellen? Da bin ich sehr gespannt, weil es wenn 10 sind, nee, es sind 5 Wellen. 10 Wellen kriegt man also wirklich nur, wenn es auch verbessert wurde. Ich mache die 5 Wellen eben und dann sehen wir uns am Ende. 7,5 Minuten später, ich bin durch. Es gibt natürlich immer noch hier dieses Greater-Ding, das normale Equipment und Materials, da hat sich nichts geändert. Aber wenn man jetzt hier so ein Materials-Ding aufmacht, dann bekommt man so eine Schriftrolle, von der ich euch gestern erzählt habe. Abyssal-Schriftrolle. Und was man jetzt machen kann und anscheinend auch nur, während man in dieser Höllenhorde ist, ist ein Kompass, also den Kompass da aufwerten. Das heißt, wenn ich den jetzt verwende, muss ich dahin navigieren. Ich gehe mal zur Seite, damit ihr das sehen könnt. Gehe ich dahin. Jetzt habe ich aus Stufe 3 eine Stufe 4 gemacht. Dadurch erhöht sich das die Monsterstufe auch um 20 Level, also von 100 auf 120, habt ihr oben gesehen. Und jetzt kann ich den quasi nochmal upgraden, wenn ich das Ding hier nochmal aufmache. Nein, man kriegt nicht noch einen, krass. Okay. Eine Sache, die ich auch erfahren habe, ist, dass auch die Äther, die ihr oben habt, nicht übernommen werden in die nächste nächste Höllenhorde. Oh Mann, ich muss mit dem Wording noch klarkommen. Und ja, was ich jetzt machen werde, ist jetzt einmal den Vierer hier zu machen. Das bedeutet, also fassen wir es nochmal zusammen. Es gibt ja 8 Schwierigkeitsstufen und einmal für 25 Äther, ihr habt gerade gesehen, ich hatte 70, habe dafür 7,5 Minuten gespielt. Ein Drittel davon habe ich eine Rolle bekommen, bei dem anderen nicht. Sagen wir mal, das war irgendwie ein Bug oder ein Fehler oder ich weiß nicht. Oder man kriegt nur eine Rolle pro Durchgang. Ist auch egal, ich glaube allgemein, wisst ihr, worauf ich hinaus will. Bis man überhaupt dazu kommt, ein Kompassstufe 8 zu haben, weil es hat sich gerade nur um eine Stufe erhöht, muss ich 5 mal 7,5 Minuten spielen, dann habe ich einen 8er und erst dann habe ich 10 Wellen das Maximum. Und wahrscheinlich kriegt man auch erst mit 10 Wellen oder sagen wir mal so ab 8 Wellen überhaupt die Möglichkeit, das Ding hier aufzumachen. Und oh mein Gott, also auch schön, dass die Kompass jetzt da sind und dass ich diese Schriftrolle bekomme. Aber wie viele Stunden, wie viele Millionen Stunden soll ich denn hier verbringen, um ein einziges Mal das Ding hier aufzumachen? Und wer weiß, ob das überhaupt ein Unique ist. Ich werde jetzt hier den Kompass nochmal öffnen und nochmal in die Höllenhorde gehen, Stufe 4. Und dann schauen wir mal, was sich ändert. Es ist vielleicht eine Welle mehr, denke ich mal. Die Gegner sind etwas stärker. Gibt es mehr Äther? Und ich würde sagen, wir sehen uns, es sind 6 Wellen und wir sehen uns am Ende der Höllenflut, der Höllenhorde wieder.
Geschafft, Leute. 6 Wellen später, 9 Minuten später, habe ich 105 auf der Uhr. Das heißt, eine Welle 4, also Stufe 4 reicht auch nicht, um den hier aufzumachen. Aber jetzt kann ich viermal das Ding hier aufmachen und gucken. Es gab keine Rolle, okay? Das hat also nur eine Chance auf eine... Keine Rolle. Ihr müsst überlegen, der Rest ist halt Müll, ne? Obwohl, es gibt Obduzite und jetzt habe ich eine Rolle bekommen. Eine Rolle, dass ich nochmal einen Vierer machen kann. Und was soll ich euch sagen, Leute? Das ist ja totaler Müll. Also, ich muss aufpassen, dass ich in diesen 6 Wellen nicht einschlafe. Also, wenn ihr die 6 Wellen gesehen hättet, also ihr pennt dabei ein. Die 6. Welle war da ein bisschen interessant, aber... Ey, das muss man da... Also, da müsst ihr unbedingt... Also, ich finde das Konzept an sich ganz cool. Das kann ganz cool sein. Aber das ganze Design, wie es aufgebaut ist, ist so am... am Spaß vorbei. Erinnert euch noch an die Höllenflut von vor Season 4? Die hat mehr Spaß gemacht als das hier. Also, dass eine Welle 1,5 Minuten dauert und es ist ja nicht eine Welle an Gegnern, wie man es kennt. Aus anderen Spielen kenne ich das, wenn ihr eine Welle startet, dann kommt ein Bulk an Gegnern und der ist fertig. Aber hier ist so, es kommen 3 Ameisen, es kommen 3 Dämonen, es kommen dann mal 5 von diesen Explodierenden, dann kommt mal ein Boss. Aber das ist alles so belanglos und ultra langweilig. Man kriegt gerade auch in den ersten 5 Wellen, das hatte ich eben 70. Und in der 6. Welle hatte ich jetzt gerade 100. Also auch was das Äther und dieses Uprampen, dieses immer wieder mehr, immer mehr, immer mehr. Mit den verschiedenen Buffs, die du pro Runde bekommst, kann das eigentlich ganz cool werden. Aber wie lang du brauchst, um mal einen Kompass zu bekommen mit Welle 10. Also der ein oder andere kann es ja mal in den Kommentaren ausrechnen. Ich bin jetzt gerade bei einer halben Stunde und habe einmal von 3 auf 4 abgegradet und habe jetzt noch eine Rolle in Tank quasi. Müsste also jetzt erstmal wieder einen Kompass machen, dann nochmal eine Rolle hier rausbekommen, noch einen Kompass machen, noch eine Rolle hier rausbekommen, noch einen Kompass machen, noch eine Rolle rausbekommen. Das ganze 5-mal, bis ich dann 5 Rollen habe, um überhaupt mal einen Kompass auf 8 abzugraden. Um dann überhaupt mal die Möglichkeit zu haben, hier dieses Greater Equipment aufzumachen. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, ich werde morgen genau das für euch testen. Und auch wenn ich wahrscheinlich dabei einschlafen werde oder hier, ich weiß nicht, an Langeweile sterben werde, werde ich auf jeden Fall versuchen, dieses Ding hier aufzumachen morgen im Stream. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach mal live dabei sein. Ansonsten werde ich euch das auf jeden Fall in den nächsten Videos einmal mitteilen, was hier drin war mit einem Clip. Aber ja, wenn ihr nichts verpassen wollt zu dem PTA, zu Diablo 4 und zur Season 5, da gibt es ja auch noch viele andere Sachen, die da geändert wurden. Die werde ich über die nächsten Tage euch zeigen. Natürlich ganz viele neue Unix, ganz viele neue legendäre Aspekte und Änderungen zu Bossen und. Da wird es noch einiges geben in den nächsten Tagen. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like freuen, wer es noch nicht gemacht hat. Jetzt mal den Daumen nach oben drücken, würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.